Monsters Daily Madness. Tralöle, liebe Horrorfilmfreunde, und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Update. Und ja, es ist heute etwas anders und ihr liegt ganz richtig. Es stimmt, ich habe keine Handschuhe an. Nein, selbstverständlich, wie ihr seht, ist die liebe Bella und der gute Karl-Heinz mit am Start heute bei diesem kleinen Update. Ich habe mir gedacht, wir machen das Ganze mal im Kollektiv, denn Bella schaut ja die Filme auch immer mit mir mit. Und sie ist auch Grund dafür, dass wir so den ein oder anderen Film gekauft haben. Darum habe ich gedacht, bevor ihr mein Gelaber ausschließlich nur noch hören müsst, macht doch mal eine Frau mit. Frauen bringen immer Klicks, darum Like für Bella. Nein, dann würde ich sagen, reden wir nicht lange groß drum rum, sondern fangen direkt an, würde ich sagen. Und zwar haben wir das gesplittet, erstmal in Filme, die wir noch nicht gesehen haben und dann logischerweise Filme, die wir gesehen haben. Wie originell, oder? Ja, es hätte ja auch was anderes gemacht. Ja, das stimmt. So, aber da fangen wir einfach an. Und zwar hier. So, bam! Erster Film. Apokalypse 2024 heißt er. Ist ja nicht mehr lang hin. Genau, deswegen. Den habe ich schon relativ lange auf der Liste gehabt. Du hast noch nie was von dem gehört vorher, gell? Nein. Nee. Ich habe den irgendwann mal gesehen und fand das eigentlich ganz lustig, denn wenn man so hinten drauf liest, es geht um den vierten Weltkrieg, der ist vorbei und die Menschen leben nur noch in den unterirdischen Höhlen und ein Typ joggt halt draußen mit seinem Hund, ist er Gassi. Und der Hund kann sprechen. Echt? Tatsache. Er ist mutiert und kann sprechen. Sie hätte mir auch einfach glauben können, aber das wäre zu viel verlangt. Nein, also das fand ich eigentlich ganz ulkig, die Idee. Und 2024 ist ja, wie Bella gerade schon sagte, nicht mehr so lange hin. Darum haben wir uns den mal geholt. Ich bin gespannt. Ich auch. Ein Film, der eher so meine Kategorie bedient, das ist jetzt nicht so deins, ist hier. Höllenloch der Gewalt, Abschaum. Geht um eine Jugendstrafanstalt. Ich halte das immer so, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass man es erstens im Bild sieht und zweitens, dass man uns da irgendwie noch... Wie gesagt, das tendiert eher so in meine Richtung. Wobei, zum Beispiel, wenn wir schon bei Knastfilmen sind, Siegburg hat ja auch gefallen, ne? Habe ich das geguckt? Ja, mit den drei Männern, wo in einer Zelle sind und einer wird zu Tode misshandelt. War sehr, sehr packend gemacht auf einer wahren Begebenheit. Echt ein richtig krasser Film. Sehr, sehr, sehr spannend und ekelhaft und unschön. Hört sich sehr krass an, aber ist er auch. So, weiter geht's. Und zwar mit Dr. Hackenstein. Ja, auch der ist schon relativ lange auf meiner Liste und irgendwie weder auf Börsen noch sonst irgendwo bin ich so drüber gestolpert, dass ich dachte, so, den nimmst du dir jetzt sofort mit. Von aber Troma. Genau, deswegen Troma Entertainment, Alter. Troma, einfach nur awesome. Lieb ich total. Also ich bin auch mal sehr gespannt. Jetzt soll ja ein Toxic Avenger Remake kommen. Echt? Ja. Oh nein. Ich bin gespannt, also ob die da wirklich die... Kind-Kopf-Überfahr-Szene wirklich remaken werden, das bleibt offen. Ne? Aber wie gesagt, Troma, das passt dann wunderbar in unsere Sammlung. Ja. Ich bin sehr gespannt, du anscheinend auch. Ja, es geht um Dr. Hackenstein. Ach, er was? Ist ein Genie. Wer hätte es gedacht? Behaupten sie zumindest. Das behaupte ich von mir auch. Also er ist ein Genie im Erschaffen neuen Lebens. Ja, und möchte seine verstorbene Frau wieder erwecken. Okay, das klingt doch mal interessant. Troma. Bin gespannt. Denn, zum Beispiel Monsterüberfall im Wandschrank. Sehr, sehr guter Film. Kann ich sehr empfehlen. Sehr lustig. Ja, der war lustig. Aber auch ganz anders von Troma. Also kaum Titten, was ja bei Troma echt... Rucksäcke haben normalerweise können. Ja, gut. Aber auch sehr, sehr wenig Blut und Gewalt in der im Verhältnis zu anderen Troma-Sachen. Aber ein sehr, sehr guter Film. Und da bin ich jetzt auch mal neugierig, wie der dann sein wird. So, nächster Streifen. Ist Ready Player One, den habe ich mir gekauft. Ich weiß nicht, ob ich Bella zwingen werde, da mitzuzugucken. Für jemanden, der schon sein Leben lang zockt und so, fand ich das eine sehr schöne Sache. Gibt ja einige Filme, die das gut umsetzen. Da bin ich bei dem Film sehr überzeugt, denn er hat ein relativ großes Budget gehabt. Wenn ich jetzt, ich sage am besten nichts Falsches. Ich blende euch hier jetzt einfach mal ein, was der an Kosten hatte. Ja. Denn ich möchte nichts Falsches sagen. Ja. Aber guter Film, habe ich zumindest gehört. Und ja, ich lasse mich mal überraschen. Ne? Ja, ich auch. Ja. Ich
guck mit. Das finde ich cool. Mhm. Finde ich gut. Ein Double Feature, Caddyshack und Spione wie wir. Bella war da wirklich nicht ganz so begeistert. Und ich glaube, dass diese zwei Komödien ich mir auch alleine anschauen werden muss. Es ist so, ich habe schon öfters gesagt, dass ich sehr, sehr großer Fan vom Angry Video Game Nerd bin und auch seiner Internetseite cinemassacre.com, wo er Filme reviewed und so weiter. Und da hat er auch relativ häufig über Caddyshack gesprochen, dass das eine unglaublich gute Komödie sein soll. Geht irgendwie um Golfspielen oder sonst irgendwas. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nie gesehen. Und da habe ich den irgendwie im Double Feature mit Spione wie wir eben auf Amazon gefunden und habe gedacht, den nimmst du jetzt endlich mal mit. Es gibt ja leider sehr wenige gute Komödien, muss ich echt sagen. Mhm. Aber bin gespannt, weil er, ich habe das jetzt, glaube ich, 4-mal gesagt, aber er hat so oft darüber gesprochen, dass ich mir doch sicher bin, dass das dann mal ein besserer sein wird. Ja. Wobei, er ist bisher immer unter meinem Radar durchgeflogen, wenn es um Komödien ging, also nicht so wie die nackte Kanone oder sowas. Diesen Film muss Bella mitschauen. Versprochen ist versprochen. Der dürfte allgemein bekannt sein. Wie heißt der Film? Arnold Schwarzenegger. Mit Arnold Schwarzenegger geht eben darum, dass eine neue Actionfigur, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, auf den Markt kommt und er hat seinem Sohn versprochen, diese zu kaufen. Und es ist dann halt einfach alles ausverkauft. Und er probiert eben am letzten Tag noch eine von diesen Figuren zu bekommen. Und das ist so die Geschichte darum. Und es ist einfach mega geil. Da war ich, glaube ich, sogar im Kino. Also ich finde den Film echt super. Und der ist wirklich lustig. Also, es kommt mir bekannt vor. Es kann sein, dass ich ihn vielleicht mal geguckt habe. Ja, weil es ist halt mal was ganz anderes für Schwarzenegger. Ja, ne? Genauso wie Babynator ja auch eine ganz andere Rolle für ihn war. Für Vin Diesel. Für Vin Diesel, ja. Nicht für Schwarzenegger, ja. Nee, und das finde ich halt total cool. Also, ja, das stimmt. Nee, also finde ich total cool. Und der Film, der lohnt sich sehr. Passt auch immer schön in die Weihnachtszeit, finde ich. Logisch ist ein Weihnachtsfilm. Aber es gibt so Filme, die kann ich nur an Weihnachten gucken. Aber der ist doch, denke ich, ein bisschen anders für mich. Nächstes ist hier Mac. Ich mag Seeungeheuer sehr, sehr, sehr gerne. Also so alles, was mit dem Meer zu tun hat. So alles, was so aus der Tiefsee kommt, weil diese eben so unerforscht ist und so. Ich mir da echt so ziemlich alles vorstellen kann, dass da auch irgendwie noch ein Megalodon durch die Gegend dümpelt irgendwo. Finde ich halt total geil. Und über Mac hat man halt schon einiges gehört. Ja. Und Bella hat, glaube ich, dann gesagt, dass wir uns den mitnehmen, gell? Ja, das kann gut sein, ja. Und da bin ich dann doch... Bella hat manchmal so Anflüge, Filme zu kaufen, die nicht so gut sind. Insbesondere, wenn sie Darkness wegen heißen. Wegen einem Film. Das waren mehrere und sie waren alle schlecht. Ey, der Darkness, das geht echt gar nicht. Vielleicht sollten wir nochmal gucken. Vielleicht sollten wir das nochmal tun. Nicht ja. So nee, aber bei dem, da bin ich echt immer sehr, sehr, sehr offen. Ah, der für... ist mit Jason Stratham, so schlecht kann er nicht sein. Okay, ja gut, das spricht dann ja Trejo tatsächlich schon. Hat er auch schon schlechte Filme gedreht. Obwohl er ein guter Schauspieler ist. Nur, ja, was für ein Film war denn schlecht? Dieser eine Zombie möchte gern, was auch immer. Oh, ja, ich weiß, was du meinst, stimmt. Ja. Ja, stimmt. 2. Contagion. Und ich habe Pandemic. Ja, passend zur aktuellen Situation hat die Bella den gefunden. Warum betone ich das eigentlich? Gefunden, ja. In der Hoffnung, dass sie nicht schlecht sind. Ja, und sie passen halt, wie gesagt, gerade in diese scheiß Corona-Situation, thematisieren das Ganze eben etwas. Und ja, mal schauen. Ich freue mich schon. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich freue. Darkness. Das wird sie echt ewig vorgehalten bekommen. Ja. Aber der Film war auch so schlecht. Ne, nee, also Pandemic spricht, glaube ich, für sich eben eine Pandemie und das andere auch ein Katastrophenfilm, der um die ganze Thematik sich bewegt. Ein tödliches Virus und in Contagion geht es auch. Um ein tödliches Virus. Viren, ja. Die wahrscheinlich auch tödlich sind. Ja, höchstwahrscheinlich. Sonst wäre das voll langweilig. Biologische Katastrophe, ja. Ah ja. Also, ich freue mich. Oh, ich weiß echt nicht, ob das mit ihr so eine gute Idee war. Ich meine das Video, nicht um Gottes Willen. Contracted haben wir hier. Von dem Film habe ich von einer Freundin erfahren, mit der ich immer mal wieder auf Instagram schreibe. Geht darum, dass eine Frau eben einen One-Night-Stand mit einem Typen hatte und was man natürlich immer machen sollte, nicht.
ist eben ungeschützt Geschlechtsverkehr haben mit Menschen, die man ja so gut kennt, ist das eine Spitzenidee, muss ich sagen. Echt, ja. Geht immer voll fit. Bei ihr dann leider nicht. Sie wird dann auch nicht ganz so fit, ne? Denn ja. Sie hat sich mit einer Geschlechtskrankheit infiziert, die dann dazu führt, das ist, wie wurde es hinten gesagt? Teils Zombie-Film, teils Body-Horror. Also zwei Genres, die ich sehr, sehr mag. Und da gehe ich dann davon aus, dass das doch ganz gut wird. Denn, wie gesagt, auch die Freundin hat gesagt, schau ihn dir an, der lohnt sich sehr. Ich bin Machen deswegen. Wir mal. Ja. Ja. Der nächste Film ist Loronas Fluch. Mhm. Wie der Name schon sagt, es geht um Flüche. Es soll eine alte Legende sein, um die dieser Film sich eben dreht, um eine weinende Frau, die, wenn man sie weinen hört, einen dann holt oder irgendwie so in die Richtung und so. Das gefällt uns ja auch total gut. Wie die weiße Frau und sowas ist. Ja, man kennt ja das Ganze. Aber es kommt immer auf die... Wie nennt man das? Eine düstere Legende? Ja, eine länderspezifische Geschichte. Ja, genau. Okay. Ist schon in Ordnung. Ist schon gut. Wir sollten vor den Aufnahmen nicht mehr trinken. Memo an uns selbst. Also wir haben uns da gedacht, dass das doch relativ interessant klingt. Ja, ich habe auch nur Gutes gehört. Fertig. Deswegen einfach mal mitgenommen. Dann haben wir Don't Knock Twice auf Blu-ray im Pappschuber. Ich versuch's mal rauszuholen. So. Und den hat uns mein Onkel empfohlen, der einen wirklich guten Filmgeschmack hat. Also ich würde bei seiner Filmsammlung sagen, klein, aber sehr, sehr fein. Also absolute Qualitätsfilme. Und der hat ihn im Fernsehen gesehen. Und, und meinte, ey, den musst du dir holen, der geht richtig gut ab. Und da habe ich auch gar nicht lange nachgeguckt, denn bisher hatte mein Onkel noch nie mich fehlberaten. Dementsprechend bin ich da einfach sehr gespannt. Kannst du ja mal ganz kurz zusammenfassend hinten drauf sagen? Eine düstere Legende um eine Hexe in einem leerstehenden Haus. Klingt super. Tödliche Gefahr. Also, das finde ich jetzt schon awesome. Auch Warnvorstellungen gibt es auch noch. Warnvorstellungen? Stellt man sich dann ein Warnschild vor? Ja. Ah, wer hätte es gedacht? Nee, also klingt auf jeden Fall geil. Darum wurde der direkt auch mitgenommen. Ja. Vielleicht kennt ihr ihn ja und könnt uns dazu etwas Näheres oder eure Meinung dazu sagen. Kommen wir zum letzten Film. Und das ist, wenn ich ihn richtig umhalte, dieser hier mit Daniel Radcliffe. Ja, mit Harry Potter. Mit Harry Potter. Ganz akimbo. Genau. Habe ich viel Gutes drüber gehört. Genau. Deswegen musste ich den haben, nicht nur, weil es Daniel Radcliffe ist. Also Daniel Radcliffe hat mir bisher in seinen weiteren Rollen sehr gut gefallen. Ja, er ist ein sehr guter Schauspieler. Auf jeden Fall. Man merkt, man hat zwar gemerkt nach Harry Potter, wie er noch so sehr Harry Potter war, aber jetzt entwickelt er seinen eigenen Stil und ich finde das richtig gut. Also er ist ein guter Schauspieler. Absolut. Ja. Und für mich war damals, was ja Elijah Wood nach Herr der Ringe gemacht hat, der hat ja dann Hooligans gedreht, also ein komplett anderes Ding, um sich genau davon zu lösen. Das war ja dann bei Daniel Radcliffe eben das Theaterstück, wo er eben nackt war. Das ist, glaube ich, schon mal ein richtig krasser Schritt gewesen. Mhm. Ja. Und dann kam ja dieser Swiss Army Man, wo er dann eine super Rolle gespielt hat, als Toter. Man hat noch gemerkt, bei Die schwarze Frau gab es ja Szenen, wo er mit der Kerze, und dann sah man doch arg, wie zauberstabmäßig die Kerze in der Hand hält. Aber mittlerweile, finde ich, hat er sich auch gelöst und ist jetzt kein Harry Potter mehr. Nee, finde ich auch wirklich super. Er ist jetzt Daniel Radcliffe. Ganz genau. So, das waren jetzt die Filme, die wir neu gekauft haben. Kommen wir jetzt zu den Filmen, die wir schon gesehen haben und euch die ein oder anderes... Genau, die sind auch neu, stimmt. Aber da können wir euch ein bisschen mehr dazu erzählen, unsere eigene Meinung etwas einbringen. Und da würde ich sagen, legen wir los. Schatz, mit... Was ist es? Chaos Edition. Also, Reise in einem Flugzeug... Reise in einem verrückten Raumschiff die haarsträubende Reise in einem verrückten Bus. Die fand ich am schlechtesten. Ja, mit Abstand. Also ich mag in einem verrückten Flugzeug und Raumschiff sehr, sehr gerne, weil ich die wirklich lustig finde. Aber das mit dem Bus, das ging gar nicht. Also, Wobei ich die integrierte Waschanlage doch sehr amüsant. Ja, natürlich. Es gab ein paar lustige Szenen, aber im Großen und Ganzen... War es einfach nicht so. Ja. Also wir haben ja die zwei Filme haben wir da. Ja. Und da gab es jetzt diese Dreier-Edition, ich glaube für 8 oder 9 Euro. Mhm. Und da habe ich die dann einfach mitgeholt. Es hat sich nur leider nicht gelohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben im haarsträubenden Bus war jetzt nicht so der Burner, muss ich sagen. Sehr schade. So, weiter geht's. Der wohl neueste Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks.
Ich gehe davon aus, dass es die junge Generation auf Asterix ein bisschen einschießen soll. Es ist animiert, klar. Ist auch nichts Schlimmes. Ist schön animiert, haben sie schön gemacht. Die Geschichte an sich ist auch sehr toll, nur wenn man mit den alten Asterix-Heften und noch mit diesen ganz alten Zeichentrick, ne, wirklich mit den gezeichneten Zeichentrick aufgewachsen ist, ist das hier jetzt wirklich haarsträubend. Ja. Asterix hat einfach seinen Flair verloren. Ja, und das Verhalten der Gallier ist zwischendrin so, wo ich mir denke, das würden die niemals so tatsächlich machen. Sich niemals so... Ja, verhalten, ja. Und so geben und so, also... Ich denke, es ist halt wirklich das junge Publikum. Ja, für die Sammlung, dass man hat, alles schön, geht es fit, aber nichts geht über erobert Rom. Und bei den Ägyptern. Und Kleopatra heißt das ja, so. Genau. Also, das sind so meine Lieblingsteile, die zwei. Aber wenn es neues Publikum für die alten Filme eröffnet, ist das schon okay, ja. Wobei die sich denken, meine Güte, da sieht man ja noch überall die Striche. Ja, war aber gut gemacht damals. Ja, schöner Charme, ja. Gut. Dann haben wir Superbad. Den fand ich lustig. Also, ist so College-Horror. Ist nicht so mein. College-Horror, College-Komödie. Ja. So American Pie in die Richtung. Hat auch wirklich einige lustige Stellen und Szenen, wo ich dann doch gelacht habe. Mit den Polizisten. Die sind die aber, Besten. Ich hab Komödien, ja, aber mit so einem College-Dingen. Also das ist so deins, gell? Nee, Komödie auf jeden Fall nicht. Wenn sie alle abgeschlachtet werden, ist es schon besser. Aber vielleicht spricht da auch mein Alter raus. Aber wenn junge Leute abgeschlachtet werden... Und aber an und für sich so Komödie. Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Ja, und, er war okay. Ja, also. Er war eher was für dich. Genau. Für mich. Ja. Ja, das macht nichts. Hier haben wir die Geister, die ich rief. Das war eine Komödie für uns beide. Ja, da musste ich tatsächlich, fand ich tatsächlich lustig. Der Film ist echt super. Bill Murray. Braucht man gar nichts dazu zu sagen. Ist schon ein richtig guter Schauspieler. Ich kannte den Film vorher nicht. Gar nicht? Nein, gar nicht. Hm. Also den Namen vom Namen her ja, aber... Den Namen vom Namen her? Ja, den vom Namen her ja. Aber nie gesehen. Ja gut, das ist eben die Weihnachtsgeschichte. Vergangene, gegenwärtige und zukünftige Weihnacht. Und Bill Murray ist eben der Protagonist, er arbeitet als... Wie heißt es denn? Als... Produzent beim Fernsehen und ist da halt der Oberboss. Ja, Fernsehchef ist er. Und ist halt ein ziemlicher Arsch und wird dann halt mit dieser Weihnachtsgeschichte konfrontiert. Sehr, sehr gut umgesetzt, ganz, ganz toll gemacht. Also wirklich ein schöner Film. Ja. Kann man echt empfehlen. Dann haben wir die Truman Show. Das sollte eigentlich allgemein bekannt sein. Jim Carrey in einer seiner allerbesten Rollen. Ich habe, bis wir den Film zusammen geguckt haben, den Film, also vom Namen her auch gekannt. Mhm. Schon mal gehört, aber nie gesehen. Und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, so von mir aus zu gucken. Sehr schade, weil das ist richtig, also richtig gut klasse. Gemacht, wirklich gut gemacht. Ja, also den als Komödie zu bezeichnen, ist schwer, weil ich finde, das ist auch ein gutes Stück Drama dabei. Aber es ist wirklich ein mega guter Film. Also Jim Carrey lebt in einer riesigen, nur für ihn gebauten Kuppel und er weiß nicht, dass die Welt, in der er lebt, komplett fiktiv ist und alles gestaged, alles geplant und so. Und er wird einfach rund um die Uhr gefilmt und ist halt eine TV-Show, die ja über Jahrzehnte läuft und er findet dann langsam nach und nach raus, dass das eben so ist. Ja. Einfach geil. Ich fand es amüsant, immer zu gucken, wo sie die Kameras versteckt haben. Ja, genau. Ja, das war lustig. Ja. Das ist schon schön. Ein mega guter Film. Ja. Auch hier absolute Empfehlung. Aber ich glaube, der sollte allgemein bekannt sein. Per Anhalter durch die Galaxis. Und das Restaurant am Rand des Universums. Ja, am Ende des Universums. Am Ende des Universums, ja. Ist eben... viele werden den Film von euch kennen. Per Anhalter durch die Galaxis. Und das ist eben die Vorläuferserie aus England. Ja. Also sozusagen das Original. Genau, und das ist so ein typischer Fall. Remake ist um einiges besser. Ja, in dem Fall wirklich. Ja. Tatsächlich. Es hat seinen Charme, verstehe mich nicht falsch. Es ist sehr lustig, es ist sehr schön gemacht, aber
Ich finde eben den Per Anhalter durch die Galaxis, den richtigen Film, der ist einfach besser. Ja, finde ich auch. In vielerlei Hinsicht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall für Fans von diesem, von dem Film mega interessant, sich auch das mal anzuschauen. Ja, jetzt ein sehr nachdenklich stimmender Film. Mhm. An American Crime. Ein Film, der wütend macht, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr aggressiv hat er mich gemacht. Mhm. Es geht eben um eine Familie mit zwei Töchtern und die Eltern sind Schausteller und reisen halt durch Amerika und die zwei Töchter werden dann für, ich glaube, es waren $20 die Woche, ja. Ist halt eine andere Zeit, muss man dazu sagen. 1965. Werden dann bei einer Frau gelassen und... Bei ihrer Familie, genau. Also alleinerziehende Mutter. Und das, die misshandeln die eine Tochter eben ganz, ganz, ganz stark, extrem und ekelhaft. Man erfährt das Ganze in Form eines Gerichtsverfahrens. Mhm. Und da ist... Immer rückblickmäßig. Genau. Ja. Und das Schlimme daran ist eben dieses saudumme und widerwärtige Verhalten. Ja. Also die Tochter schreien, hören die Nachbarn, nee, da mischen wir uns nichts an, das geht uns nichts an. Ja, ja, super geil, ey. Ja, gut, in der heutigen Zeit wird das wahrscheinlich auch leider oft vorkommen. Ja, natürlich, leider. Aber damals war das ja auch allgemein was ganz anderes. Nee, es ist auf jeden Fall ein sehr starker, sehr, sehr krasser Film, der mich ganz extrem an den Film Evil von Jack Ketchum, die Verfilmung, erinnert hat. Aber kann ja sein, dass er sich die da inspiriert hat. Grundgeschichte, ja, ja, sozusagen. Denn so ähnlich ist die nämlich. Ja. Und das ist halt einfach richtig heftig. Ja. Ganz, ganz ekelhafter Film. Braucht man... Also ich schaue ja wirklich alles, oder wir schauen wirklich alles, aber da braucht man Nerven. Ja, das ist nämlich echt das abstoßend. Das ist schon Psycho. Ja. Aber ein guter Film. Schön und umgesetzt. Falls euch die Hauptperson bekannt vorkommt, das ist das junge Mädchen aus Hard Candy. Stimmt, genau. Auch ein sehr, sehr guter Film. Gut, weiter. Ja, den hatte ich mir gewünscht. Ah ja. Memories of Murder. Von den Machern von Parasite. Ja, ich fand den Film echt gut. Ist spitze gemacht, geht eben um eine Mordserie, die aufgeklärt werden soll. Ja, genau. Es werden junge Frauen ermordet und immer wieder auf dieselbe Art und Weise ermordet und dann drapiert und serienmördermäßig. Und die Polizei in Südkorea, das spielt 1986, haben sie das dargestellt. Die Cops sind genauso clever wie bei Superbad. Die werden überhaupt nicht ernst genommen. Und die Tatorte, wenn man dann sieht, wie die heute abgeriegelt werden und dort fährt einfach dann mal ein Trecker durch den einzigen Fußabdruck und lauter so Zeug. Also es ist richtig awesome. Es ist ein sauguter Film. Und auch zum Nachdenken und auch Krimi halt. Ja, also sehr, 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 sehr guter Film. Der lohnt sich auch. Da kann man dann aber auch Parasite empfehlen. Ja. Ja. Zwei gute Filme, ja. Sehr gut. Hat man Film. Mhm. Gut. Und dann last but not least. Genau. Die Man in Black 4 Quadrologie. Movies Collection. Die, da sind dann drin 1, 2, 3 und... Teil 4. Die eben ganz normal in den MRAs drin sind. Die haben wir uns geholt. Und dann auch wieder nach und nach angeschaut. Und ich muss echt sagen, Man in Black 1... Also, Man in Black 1 war bisher... Ist das absolut mein, das awesome. Ist super guter Film. So rum, ja, doch so rum. Richtig gut. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Also den kann ich immer wieder gucken. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Dann der Zweier fand ich eigentlich auch noch ganz okay. Ja, den kann man sich auch noch gut geben. Der war auch noch sehr amüsant gewesen. Ja. Auch wenn... kam es mir so vor, weniger Aliens. Vielleicht sollte man erstmal die Grundstory, aber ich glaube, die kennt jeder. Die Men in Black sind eben die Organisation, welche dafür sorgt, dass die Aliens, die auf der Erde leben oder auf die Erde kommen, eben unter Kontrolle sind, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Will Smith als Hauptdarsteller wird eben ein Teil davon und man erfährt dann halt so von seinem Alltag. Ja. Sehr, sehr lustig und beim Einser. Tommy Lee Jones als sein Buddy. Wie sagt man, er fühlt ihn in diese Organisation. Genau. Ein. Und das Ende des Einsatzes ist eben auch das, dass Tommy Lee Jones aufhört bei MIB, also bei dem Man in Black, und eben ein reguläres Leben anfängt und sie brauchen ihn dann eben wieder. Und das kommt dann in Teil 2. Genau. Der im Übrigen auch noch nicht schlecht ist. Ja. Aber ab dann, finde ich, geht das so steil bergab, ey. Also das war eine Katastrophe. In Teil 3 kommen dann Zeitreisen vor
Und da muss man wirklich aufpassen, was man da macht, weil sonst kommt totaler Schwachsinn bei raus. Jede Zeitreise bringt ein Paradox und alles ist total dämlich und unnötig. Und ich finde, in dem Fall, so wie das von Teil 3 am Ende war, hätten sie theoretisch gar nicht hätten sie nämlich überhaupt nicht mehr zurückreisen müssen. Aber da schaut ihn euch selbst an, ja. Macht euch selbst ein Bild. Also ich fand das eine Katastrophe. Es gibt fand ich ihn gut, aber nicht als Man in Black Teil. Nee, ich hasse es, Zeitreisen als... Wenn man nicht nachdenkt über diese Zeitreisen. Ja, genau. Wenn man das lässt, aber Zeitreisen löst eben immer ein Paradox aus oder immer irgendwelche Problematiken, die durch erneute Zeitreisen sich eben wieder korrigieren lassen. Aber wenn man etwas korrigiert hat in der Vergangenheit... Ja. Dass es eben nicht zu dieser Situation gekommen ist, hätte man gar keinen Grund, überhaupt in der Zeit zurückzureisen, was dann wieder dazu führen würde, dass die Situation käme, dass man in die Zeit zurückreisen müsste, dass man zurückreist. Und wenn man dann zurückgereist ist und das geändert hat, also, gibt es keinen Punkt mehr. Das ist eine Katastrophe. Warum macht man das? Es gibt nur einen fucking Film, der das wirklich gut gemacht hat, und das war Der Gefangene von Azkaban von Harry Potter. Denn sogar bei Zurück in die Zukunft könnte ich mich epicst aufregen. Marty McFly sitzt in diesem DeLorean und sagt, ich habe ja alle Zeit der Welt. Ich reise einfach 10 Minuten früher zu Doc Brown und warne ihn, bevor er erschossen wird. 10 Minuten, du hast die Zeit der Welt. Geh doch einen Tag vorher. Entschuldigung. Also, in Teil 4 kommen Will Smith und Tommy Lee Jones gar nicht mehr vor. Nur als Erwähnung. Ja, genau, stimmt. Und da sind zwei ganz andere MIB-Agenten, Hauptdarsteller, spielt in London zum Großteil. Und was ich schade fand, also ich finde es jetzt nicht schade, dass sie neue Charaktere genommen haben, es ist sehr schön gemacht. Nur was mich halt gestört hat, mir kommt es nicht vor wie ein typischer Man in Black Film. Und zum anderen, es kamen mir einfach zu wenig Aliens drin vor. Mhm. Es ist einfach ein totaler Actionfilm. Da geht was in die Luft und da fahren so schnelle Autos. Es ist ja auch in Ordnung. Nur es kamen keine fucking Aliens vor. Mir kamen die Aliens im ersten Teil vor wie von Kindern, die sowas gemacht haben. Und hier im letzten war es einfach nur, wir haben irgendwelchen Kiemen angeklebt und Flossen und das sind jetzt Aliens. Aber dieses komische Maskottchen fand ich bei euch. Für mich ist nach wie vor einfach Teil 1, Punkt, Schluss, fertig, aus. Ja. Also man hätte es beim 1er belassen sollen. Nach dem 2er hätte ich mir sogar, wie gesagt, noch gefallen lassen. Ja, aber ansonsten nicht mehr. Nee. Zumindest nicht als Man in Black Film. Genau. So, liebe Leute, das war's dann auch für dieses kleine Unpacking. Bitte schreibt uns unten in die Kommentare, ob wir das weiter so handhaben sollen, dass meine geliebte Frau mit dabei sein soll, damit ihr nicht nur mein, sondern auch ihr Dummgebabbel gleichzeitig dazu habt. Ja. Würde uns sehr, sehr freuen, denn wir reden gerne über Filme und so. Und ich glaube, dass das eine schöne Abwechslung für euch ist, für uns. Ja. Und da, glaube ich, wäre das schon ganz cool. Jo, das war's dann. Ich würde sagen, das war jetzt doch einiges. Ja, doch schon. Wie immer hoffen wir trotzdem, dass es euch gefallen hat, auch wenn es etwas länger war. Egal. Oh. Wie immer hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüss.